Schrottplatz-Action mit zwei hübschen Hunden und Basti und mir. Hallo Basti, schön, dass du mal wieder dabei bist. Hallo Erik. Ich bin nicht Erik, ich bin Dennis, aber bis Dennis, dahin war es schon fast ja, korrekt. hallo Dennis. Verzeiht das Basti, der ist ein bisschen krank. Ja, geringfügig. So, ich würde jetzt hier die oberste Mission machen von dem Schrottplatz-Typen. Ich klicke die mal an. Das ist Schrottplatzverteidigung. Genau. Ja, komm, ist gut. Dann verteidigen wir den mal. Tango und Cash. Shut your pie holes, boys. We got ourselves visitors. Woohoo! And this one's breathing. Oh, yeah. Now that's more like it. Ooh, them mean some bitches. Sooner bite a chunk off your BUT is look at you. Watch as you don't make eye contact, particularly with Cash there. That's the one right there. You don't much care for that. And he's the friendly one. Hey, Tango! Leave that arm alone, it's infected. Fucking dumb motherfucker. Jesus Christ on a bicycle. Fucker's got a taste for Frankies. Oh, dog's been keeping the yard clean. Goddamn Frankensteins get spooked by him. Those who don't get spooked, they get torn into tiny little pieces. Even I get sick of watching them go at it. And I've seen some sick shit in my life. But the boys, they can't get to all of them. Frankies and Smurfs keep popping up like bunny rabbits at Easter. Boom, boom, you know what I mean? You a dog person? Cats are good for nothing, except as yowling dish rags. You been a hero and all? I'm guessing it don't matter much. You ain't got a choice. You're here to fight Frankies and those mutant Smurfs, right? I even got some toys you can play with. Toys that go boom and splat. Don't ask me where I get them. Cause I won't tell you, and they ain't none of your business, you understand me? Look at that serious face on you. So now, maybe my boys can take a breather while I get some work done on the short bus from hell right here. We got ourselves a deal, hero. Mind you keep the noise down. Tango and Cash are the sensitive types, you know? But I reckon they'll be happy to pick through the pieces after. Das ist ja ein netter Kerl. Okay, gut. Ja, ganz nett. Was müssen wir machen? Wahrscheinlich hier Zombies töten. Und Devi soll. wir sollen ein bisschen leise sein. Das kriegen wir hin. Nicht. So, wa was mache ich denn jetzt damit? Mit dir, mit dem Fass? Achso, ich muss es hier irgendwo hinstellen. Ah. Und dann explodiert das. Okay. So. Viele Verteidigungsmaßnahmen platzieren wie möglich. Na, das kriegen wir doch hin. Stellen wir die so ein bisschen auseinander, dass wir. Kannst es sogar nicht nebeneinander tun direkt. Okay. Ach cool, die haben alle unterschiedliche Effekte. Okay. Ist ja praktisch. So, kann ich hier noch eins hinstellen? Ja. Ah, das hat aber auch so ein komisches Feuereffekt-Ding. Ja, gibt wohl. Okay. Go to the assault starting point. Defend the barricades. Wo kommen die denn? Ist jetzt die Frage. Ach, von da. Ja. Machen wir sie Der kaputt. Teer, Mann. Meinst du, wir sind leise genug für die Hunde? Ich bin mir da nicht so sicher. Die Hunde. Ja, der hat doch gemeint, die mögen es nicht so laut. Ja, Sie sind mehr so die doch, wir sind Sensibelchen. leise wie eine Keiner bemerkt Maus. das. Genau. Sehr schön. More enemies appear. Wer hätte das gedacht? Wenn ihr euch fragt, was ich hier für eine komischen Attacken mache, die ihr so gar nicht kennt von mir. Ich habe jetzt auch noch als Zweitwaffe endlich bin ich so weit, dass ich mein Sturmgewehr ausrüsten kann. Vernünftig. Hab da noch ein paar neue Attacken dabei. Zum Beispiel so einen Kugelhagel. So. Was ist das? Ein Beide Waffen Toolkit? kennst du. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht.
Genau, bei Basti hat sich nicht groß was verändert. Es gab am Wochenende ja ein Event, ein Double XP Event, wenn ich das richtig verstanden habe. Doppel KP, Kraftpunkte. Kraftpunkte, naja, gut. Das stimmt, da gab es immer für jeden Kraftpunkt, den man verdient, noch einen Kraftpunkt mehr, ne? So war das irgendwie. Ja, genau. Und die sind wichtig für mich zurzeit. Doch, die sind für uns alle wichtig. Dummerweise hatten wir beide nicht besonders viel Zeit, um da mitzumachen. Nee, sonst hätte ich mit meinem Drachen da mitgemacht. So, wie jetzt hier drüben, oder was? Hä, wieso kann ich denn... Was sollen wir jetzt machen? Verteidigen einfach wieder, okay. Gut. Tot. Ist hier noch was? Kann sein, dass die junge Dame da draußen uns irgendwie auch so ein bisschen hilft? Ja. Ja. Auch machen. Ist aber nett von ihr. Und die ist ganz schön stark. Die pflügt da so durch die Gegner. Das ist voll krass. Oh, hier ist noch so ein Wasserhexenvieh. Naja, die hat auch fast das Doppelte daneben wie wir. Oh, krass, 5000. Ne? Ist ja irre. Ja, die wird wahrscheinlich Max-Level sein. Obwohl man das meiste Liga durch Ausrüstung kriegt. Ja. Ja, schön. Ich auch. Geil. Okay. Super. Jetzt müssen wir da wieder rein. Oder? Ja, wir laufen falsch. Ich glaube, wir hätten sie hier einfach folgen dürfen. Ach, okay. Ja, egal. Man kommt ja hier trotzdem raus. Hinten. Vielleicht sollte ich auch mal rennen. Ich bin so langsam. So. Ja, sie wartet hier. Ja, hast du sie eingeladen? Ich hab... Nee. Wieso? Nee, doch nicht. Nee, alles gut. So, und nu? Da bei mir gerade so komisch aus. Hier ist Gift. Ach, guck mal, sie... kann die das? Ja, hier sind noch Fässer. Okay. Jetzt können wir das auch. So, haben wir jetzt genug aufgestellt? Ach, hier ist noch ein Fass. Das nehme ich mal noch mit, damit der liebe Edgar da Ruhe hat. So, das kommt hier hin. Toll, jetzt habe ich hier so ein Fass dabei und kann das nicht mehr aufstellen. Da kommt etwas. Ja. Mann, na gut, dann halt nicht. Na, hier ist ja was los. Meine Güte. Effektfeuerwerk. Also irgendwie müssen wir gar nicht viel machen, oder? Oh Mann. Ich hoffe, wir kriegen... Na, wir kriegen ja keine Erfahrungspunkte, wenn sie die umbringen. Wir kriegen ja nur dann die Belohnung am Ende. Oh, ich bin blöd. Ach. Und noch mehr Gegner. Na komm. Langsam habe ich das Prinzip verstanden von der Mission. Ja, so. Das ich bin nicht so schnell. Nicht so feiler, ja. Und tot. Doch einfach, schnetzelt alles nieder, was kommt. Also doch wieder ein bisschen wie bei Destiny. Sehr schön. Muss ich mich nicht umgewöhnen. Ja, so. Das ist wohl wahr. Haben wir es jetzt? Ja, kommt okay. Was Großes. Naja, sie haut dreimal drauf und dann ist er tot, würde ich sagen. Habt ihr eigentlich vor, The Evil Within zu spielen? Ich werde The Evil Within wahrscheinlich gar nicht spielen und mir nur angucken, weil ich zu schisserig bin dafür.
Was wir spielen, ist auf jeden Fall das Alien-Dingens-Spiel. Isolation. Ja, weil das überhaupt nicht gruselig ist. Nee, aber tatsächlich ertrage ich so einen Suspense-Horror besser als diesen Evil Within Blut- und Geschmatter-Horror. Da bin ich nicht so ganz. Aber das werde ich mir, denke ich, mal bei GameTube angucken einfach. Also. Solche Spiele gucke ich mir bei denen immer gerne an. Ich denke mal, die werden das spielen. Die sind ja auch so eine Schisser wie ich. Ja, doch, haben sie bei Alien, glaube ich. Entweder bei Alien, oder Alien spielen sie schon. Bei dem anderen Spiel, was die gerade spielen, gesagt, dass die das wohl auch spielen. Nö, ich denke mal, das wird schon ganz gut. So, was ist hier? Ein Garbage. Oh, guck mal, ein Mülleimer. Den benutze ich mal. Ah. Den Mülleimer. Oh, ich habe wieder irgendwie Erfahrungspunkte. Ah, Gegner. Wieder Erfahrungspunkte bekommen. Um Gottes Willen. Die Dinger sind ganz schön stark. Aber das nur am Rande. Ach was. Hä, wieso baut er denn keine Schrotflintenressourcen auf bei mir? Verstehe ich nicht. Jetzt? Da ist er tot. Da ist er tot. Oh, was habe ich denn hier? Prochnet. Stadtrat. So. Achso, Stadtrat. Lesen sollte gelernt sein. Stadtrat. Warum gehen die denn auf mich? Habe ich so zur Zeit? Habe ich irgendwas an, was meine. Naja, du bist halt. Du beleidigst sie halt immer so blöd. Danke. Ja. Dein Anblick beleidigt sie. Oh, das war nicht nett. Nee, war es auch nicht. Ja, schönes Ding. Ja, die gehen ja doch ganz schnell down dann zu zweit. Alleine habe ich die echt nicht tot gekriegt neulich. Glaube ich dir. Da warst du so, aber auch ein paar Level niedriger. Ja, das stimmt. Das stimmt. So. Eddie Boy. Full Metal Golem, wollen wir den auch noch machen gleich? Die zweite Mission? Ja, können wir. Na komm, ich hau sie mal rein. Also, wir können erstmal starten. All dressed up and nowhere to go. And she's getting restless. Hush now, baby girl. Hush now. We'll get you sorted, I promise. Ich glaube, er ist verliebt in seinen Bus. Ja. Shit. That's alright. I ain't much good with people, but I'm a genius when it comes to automobiles. This fine lady, she's the only ticket off the island. Wait, did you think you could just walk everyone out of here, across the bridge, through the fog, back to Silivai Station? You think you're some kind of hero, don't you? That's funny. That's hilarious. That's pure comedy gold. You no more a hero than old Edgar here. You just got fancier moves and city smarts. Well, smarts don't count for much under present circumstances. Now, I was getting close to finishing her up, putting the last few pieces in place, when those last few pieces just up and walked out on me. Couldn't believe my eyes. I seen some crazy things out here at night. Things with wings and tentacles and 1,000 screaming mouths. But I ain't never, and I said never seen scrap metal just get up and stop walking. That's fucked up. You heard me, fucked up. So it seems I can't get no further with the little lady here. Not as long as that transformator keeps rebuilding itself. So I'm stuck out here till the cows come home. And you seen those cows with your own two eyes, haven't you? I have. Those cows ain't never coming home. Okay, das mit den Kühen habe ich jetzt nicht verstanden, aber gut. Aliens. Ach, die Kühe. Okay, so jetzt, was müssen wir machen? From the Scrap Golem. Na gut, das kriegen wir hin. Von welchem denn? Guck mal, wir müssen hier rüber, also hier hinten hin. Ich würde sagen, von dem Altmetall Golem, dem Montierer, der Boss, der da steht. Okay. Na dann. Hey du! Der auf mich böse schießt, der komischerweise schwächer ist als die anderen. Ach so, stimmt ja, vorhin haben wir länger gebraucht. Muss ich das verstehen? Ich
weiß nicht, vielleicht passt der sich irgendwie nicht an unsere Stärke so ein bisschen an und die anderen haben das aber so ein bisschen gemacht, so 2-3 Level stärker. Wie viele sind das jetzt? Alter. 3. Er hat Hilfe gerufen. Ja, das war wahrscheinlich sein Trick. Weil die jetzt auch nicht so stark sind. Ah, ich hab daneben geschossen, scheiße. Okay, der ist tot. Der ist auch tot. Top. Oh, da ist der Große wieder aufgestanden. Wir müssen den nicht nochmal. Ich hab den schon abgearbeitet. Ja, wir müssen zum Schweißer. Zum Schweizer? Zum Schweizer. Ja, Grützli! Der Schweizer. Nicht Schweizer, Schweizer. Ach so. Ich hab mich schon gewundert, wo hier ein Schweizer herkommt. Ist ja doch relativ weit weg von den Alpen. Die Gegend hier. Also ich weiß nicht genau geografisch, aber ich dachte jetzt eher an Neuengland und weniger an Alpen. Oh, jetzt stirb doch mal. Ja, geht doch. Ja, komm. Brauche ich unbedingt. So, weiter. Da sind... Da ist er hin. ...drei Inaktive. Die werden bestimmt jetzt gleich aktiv. Ja, die triggern wir gleich, aber erstmal töten wir ihn. Ja, ist schön, du ziehst dir immer alles ein bisschen auf dich. Ich mag das, dass du so tankst. Das macht's wirklich einfach. Dann bin ich ja eigentlich da. Ach, das finde ich gut. So, jetzt er machen die anderen repariert sich, er repariert sich. Das okay, ich nehme ihn auseinander. Warte. Und... Hab ihn! Okay, jetzt kümmere ich mich um die anderen Jungs. No, einer noch. Auch tot. Top. Eine Kurbelwelle vom Einäscherer. Der hat sich noch mit Einäscherer. Ich würde jetzt fast annehmen, dass der ungefähr das gleiche drauf hat wie die anderen, aber anders heißt. Ja, tatsächlich. Das ist genau das gleiche. Der hat einen Flammenwerfer drin. Oh, Elektrowerfer ist das. Au! Warum heißt der denn Einäscherer? Naja, Elektro, das kann ja auch einäschern. Und so. Keine Ahnung. Okay. Ja, ich hole ja die anderen. Ja. Ich schnapp mir das Ding. Diesmal klappt es sogar noch besser, weil die anderen sich überhaupt nicht für mich interessiert haben. Sterben die jetzt alle immer so schnell oder was? Hä? Okay. Finde ich nicht schlecht. Gut, hier ist noch einer. Der Scrap Golem. Lauter Altmetall. Und viel hat er nicht mehr. Okay, ich schnapp's mir. Ich hol den Scheiß aus ihm raus. Und hab's. Oh, diesmal sind sogar 4. Diesmal wollen sie uns besonders ärgern. Okay. Passt. Gut. Mann, sind wir gut. Teil in der Kiste bei Edgar legen, bevor sie sich zusammenfügen. Oh. Okay. 1,33. Dann mal schnell. Frage ist, was passiert, wenn sie sich zusammenfügen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Oh, sie fangen an, lebendig zu werden. Ich renn mal zur Kiste. Ja, das sind auch stärkere. Aua. Und? Aua. Ja, aber ich habe die Mission mal abgegeben, dass wir das haben. So. Full Metal Golem und ich krieg einen fetten Report. Und was nehme ich denn da? Boah. Das ist nicht so geil, das ist nicht so geil. Der ist ganz geil. Ja, komm, nehmen wir dich direkt den Gürtel hier. Oh, das war doch mal wieder erfolgreich. Neue Ausrüstung, 3-4 Level irgendwie und ganz viel Spaß, ne? So. Juti, bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute.